Hallo, Servus YouTube, Freunde des gepflegten Gamings. Hier ist der Mario von Wolfsrudel und nach einigen Tagen Pause gibt es heute wieder ein Far Cry 4 Let's Play. Und zwar geht es um die Hauptmission, die erste Hauptmission bei Sabal und wir lauschen mal, was er zu sagen hat. Sabal. Waren die Infos aus dem Lager das wert? Hast du es überhaupt gelesen? Weil ich habe hier ein paar Daten für dich. Und die sind handfest. 9 meiner Männer sind tot. Gute Männer, die du sterben ließt. Ihr habt mich in eine schwierige Lage gebracht. Es gab nur diese Möglichkeit. Dein Vater hätte es auch getan. Das ist der goldene Pfad. Diesen Weg hatten wir eingeschlagen, bevor er starb und alles den Bach runterging. Amita versteht das nicht. Sie verfolgt nur ihre eigenen Ziele. Sie ist hinterlistig, sie ist subversiv und sie opfert ständig Leben. Deshalb sprang ich in die Bresche. Ich tat es, weil ich deinen Vater kannte und seine Vision respektierte. Du musst begreifen, was ihn antrieb, was uns antreibt. Du musst zum Kloster gehen. Bilde dich weiter, AJ. Ein kultureller Austausch heißt die Mission. Nun, offensichtlich haben wir doch die falsche Wahl getroffen. Das ist sehr schade. Wir haben uns ja für Amita entschieden, dass wir ihr helfen. Und haben dadurch ja Leute verloren und um an Infos zu kommen. Anscheinend war das dann doch der falsche Weg. Und jetzt schauen wir einfach mal, wo müssen wir denn hier hin? Wir müssen. Ah, zum Kloster. Dann fahren wir doch mal schnell hin. Oh, jetzt zeigt der Weg auf einmal dahin. Okay. Dann folgen wir ihm mal. Onkel Pagan hier wollte nur hören, wie es meinem Leben geht. Sag mir, AJ, wem drückst du bisher die Daumen? Bist du in Amitas Honigtöpfchen gefallen oder haben die verballsweinende Locken den Bann gezogen? Hey, jedem das Seine, du musst dich nur entscheiden. Mein Geschmack ist eher nicht, trotz der Schlussfolgerung, die einige aus meiner äußeren Erscheinung ziehen. Aber ich spiele tatsächlich lieber mit dem anderen Team. Mehr als alle anderen solltest du wissen, dass es immer nur eine Frau für mich gab, mein Junge. Na okay, das war jetzt eine Nachricht von Paganin durchs Radio irgendwie. Ja, wir glauben immer nichts. Das Kloster, vielleicht ist es hier eine Abkürzung. Das ist definitiv eine Abkürzung, glaube ich. Ja, ist es sehr wohl. Naja, bisschen schwierig immer durch die engen Bäume zu fahren. Oh, sind da vorne Gegner? Ne, sind normale Menschen, okay. Ich habe schon zu viel einfach so aus Versehen umgebracht, das ist echt schade. Das ist mir oft genug passiert. Ja, die Musik hier ist echt immer lustig, das ist. Sag ich, die hat irgendwie so einen lustigen Charakter, die Musik. Oh, was? Was war hier? Da hab ich doch irgendwas. Fauchen gehört. Nebelpart oder Schneeleopard? Weiß ich jetzt selbst nicht. Trifft sich mit Raju oder Raju. Raju. Kalyama Kloster. 3200 Meter Höhe. Oh, das ist schon. Da ist die Luft schon dünn, ja. Ich dachte, er würde mich anschreien. Aber hallo, einfach ausreden lassen. Er macht mich ein Idiot. Ah, die Bienen schon mal schön hier. Alter, wie sehen die alle aus? Oh mein Gott. Wo bin ich hier gelandet? Jetzt brennt er mich ab. Bist du irre? Aha, schöne Wandmalereien hier. Ah, der Sohn des großen Moha. Sabal sagte, du möchtest sehen, was deinen Vater inspiriert hat. Banashur, Gott der Götter, erschuf die Welt durch seinen Gesang.
Dafür danken wir ihm. Wir danken den Göttern, dass sie uns Leben spendeten. Bitte, nimm dir einen Opferkorb. Vollende die Chaliyama-Pilgerreise, okay. Hat irgendwas mit Karma zu tun. Ja, wo müssen wir denn hin? Das würde ich gerne mal wissen. Ach, hier geht's weiter. Warum sind hier so komische Striche an der Seite? Sind das Bugs oder ist das Absicht? Eine Kerze erinnert uns daran, dass Wachstum aus der Bereitschaft erwächst, seine Grenzen zu überschreiten. Wenn man da auch noch Karma-Punkte bekommt, ist das nur sehr gut, denn ab Karma Level 6 gibt es ja meine Lieblingswaffe, die Shredder, also Vector. Als einzigartige Waffe. Ich bin jetzt Ende Level 4, also bald Level 5. Der Hauch eines süßen Duftes. Der Weihrauch symbolisiert unsere Sterblichkeit. Jawohl, jetzt werden wir eigentlich genau Level 4 und beim nächsten Ereignis sind wir Level 5, möchte ich mal meinen. Die Götter segnen uns mit Weisheit. Ha, Level 5, ich sag's doch. 250 EP, super. Ein Leben ohne Emotionen ist kein Leben. Doch eines, das von Emotionen kontrolliert wird, wird davon verschlungen. Füge das Pulver hinzu. Ja, zurück zur Reichung. AJ, die Daten, die du beschafft hast, diese Karte? Sie zeigt das Kloster. Die Armee wird jeden Augenblick deine Position angreifen. Bleib drin. Die Army wird gleich angreifen. Oh, scheiße. Die Royal Army kommt hier rein. Verdammt, muss ich jetzt abhauen? Oh, scheiße. Okay, wir haben Minen. Wo waren die? Null, ja. Da dürfen wir jetzt echt laufen. Okay. Ach, von mir aus sollen sie kommen. Wir haben eh nur einen Weg, oder? Okay, ich werde jetzt hier schön die Minen verteilen. Dann haben wir schon mal 3-4 Fahrzeuge weg. Jawohl. Ob die hier reinkommen, da bin ich mal gespannt. Das waren eh alle Minen. 9 haben wir noch C4. So, wir haben auch Haft C4, das ist noch besser. Oh, da können sie auch noch rüberkommen. Am besten über die Brücke, ja. Die davor noch. Und wo haben wir das letzte C4? Das letzte C4 kommt auf die andere Brücke. Oh, scheiße. Die kommen schon. Da müssen wir jetzt echt rennen. Das ist die Royal Army. Beschützt den Tempel. Ja, seht ihr? Sonst haben wir einen Multikill. Scheiße. Okay, jetzt müssen wir schauen, wann kommt der erste. Okay, umgebracht. Munition her und. Ja, perfekt. Das war ja perfekt geplant. Einwandfrei. So, wo kommt der Rest? Ha? Oh, scheiße. Oh nein. Auch noch Helis. Das ist jetzt nicht gut. Ich kann die nämlich nicht alle rausnehmen. Scheiße. Mist. Nummer 1. Okay. Ich mache jetzt lauter Takedowns, werdet ihr gleich sehen. Ah, oh, scheiße. Wichser. Geh weg. Ah, die sind da hinten. Die wollen da campen, die kleinen Wichser. Okay. Streckt euren scheiß Kopf mal raus. Hallo. Wollt er nicht? Oh, da kommt die nächste Einheit. Ah, Mist. Ah, die. Ich hasse die Waffe. Oh, der rennt auch dahin. Scheiße. Ah, erwischt. Gut. Fix nochmal hier. Jetzt aber. Ja. Und der. Ja, ist echt schwer, die zu treffen. Im Laufen. Sehr, sehr schwer. Vor allem, weil irgendwie die Waffe doch mit Schalldämpfer auch verzögert. Verfickt nochmal, jetzt komm schon! Mann, jetzt! Steckt das weg. Perfekt, das ist doch nicht möglich hier. Jawohl.
Jawohl. Sie zerstören die Ikonen. Ja, der ist auch weg. Da kommt noch einer. Sind jetzt links schon tot, oder? Ach nee, der kämpft da noch, der Wichser. Ja, den haben wir erwischt, sehr schön. Na. Jawohl. Jawohl, erwischt. Ja, auch erwischt. Jawohl, auch tot. Wer sollte jetzt da noch kommen? Jetzt waren es auch doch schon einige. Und ich habe keinen Schaden genommen, soweit ich das weiß. Das ist ja schon ein Wunder. Oh, scheiße. Gott sei Dank haben wir einen Wingsuit. Jetzt stirbst du! Nein, du stirbst. Jetzt nicht. Ah. Nehmen wir unsere schallgedämpfte Jubelbelohnungspistole. Jawohl, der wurde auch. Ja, super, das war's anscheinend schon. Als letztes eben diese Waffenkammer verteidigt. Das ist sehr schön. Eine schöne actionreiche Mission. Oh, wir haben hier genug Munition, um genug Waffen hier, um alles zu sprengen, würde ich mal sagen. Dann holen wir uns doch mal die Munition schön, denn wir haben jetzt einiges verbraucht. Auch Minen haben wir hier, C4, alles da. Traumhaft. Alles da, super. Dann gehen wir mal zurück zu Raju oder Raju, wie auch immer wir ihn nennen wollen. Zuerst noch mal ein bisschen die Leichen durchsuchen. Oft haben die ein bisschen was zum Verkaufen dabei. Durchsucht die eigentlich schon immer alle, verkauft es dann. Ich würde sagen, da wir das Kloster jetzt verteidigt haben, wird er uns jetzt, sage ich mal, vertrauen oder zumindest irgendwie positiv gesinnt sein. Naja, sehen wir. Schön, dich zu sehen. Du hast uns gerettet. Du bist deines Vaters Sohn, AJ. Danke, AJ. Danke. Sag ich doch, ein kultureller Austausch, Mission beendet und ja, kann sagen, das war wohl erfolgreich. Jo, eine neue Lieferung schlagkräftiger Waffen steht. Oh mein Gott. Jetzt kommt um alles mit Karma. Das habe ich jetzt alles schon kapiert. Das weiß ich alles schon. Amita, das Kloster ist gesichert. Vielleicht erkennt Sabal nun die Bedeutung guter Aufklärung. Hättest du nicht diese Karte besorgt, hätten wir nie rechtzeitig eingreifen können. Ach, Schwachsinn. Gute Arbeit, AJ. Das ist echt schwer, sich immer zu entscheiden, aber wir haben jetzt demnächst nur noch. Diese Longinus-Mission, die ist gar nicht weit weg von hier. Die werden wir dann auch machen. Aber das im nächsten Let's Play. Ich hoffe, euch hat die Mission gefallen. Bewertet es bitte, wenn ihr mögt. Und ja, danke. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao.